Ist ja jetzt Wurst, aber ich zerlege ihm alles andere da hinten. In der Zeit, bis sich meine EMP erholt hat. So. Aber jetzt ist es vorbei mit ihm. Jetzt hat er so gut wie gar keine Chancen mehr. Oh. Okay. Ich muss ein bisschen weg von ihm. Warnung. Fahrzeug unter Beschuss. Alarm. Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. Alarm. Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. Warnung. Fahrzeug unter Beschuss. So. Hier geht's Nummer 1. So. Ich brauche noch 2 Minuten. So, die Ölplattform zerstört. Da ist sie weggegluckert. So, jetzt warte ich noch schnell. Wo kommt das U-Boot her? Komisch. Okay, versenke ich das dann auch nochmal? Na komm. Die U-Boote sind auch noch unterwegs, aber die stören mich nicht. Ihr Plan ist fehlerhaft. Sie können mich nicht stoppen. Wo kommst du hier? Nummer 1. Muss ich halt nochmal für ihn schnell verbraten. Warnung. Fahrzeug unter Beschuss. So. Ja, das ist jetzt ein bisschen kacke gelaufen. Aber hier tauchen andauernd U-Boote auf. So, Stahl wird hier keiner mehr produziert. So. Produzieren kann ich keine mehr. So. Eine EMP nur noch. Eine einzige. Warnung. Produktion gestoppt. Nee, die stoppe ich nicht. Alarm. Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. Fahrzeug im Kampf zerstört. Warnung. Fahrzeug unter Beschuss. Ja. Fahrzeug im Kampf zerstört. Gut zu wissen. Ah, fuck. Schon scheiß schon wieder. Nur weil ich wieder mit der EMP nicht richtig umgehen konnte. Aber eine EMP nur noch. So, jetzt brauche ich noch 10.000 Ocken. Kann ich den Idioten auch mal hier erledigen. Modulkonstruktion finalisiert. So, schön.
Trotzdem brauche ich 2000 Knete. So, Pause, Pause. Pause, Pause. So, kann ich hier noch was auf Pause schicken? Die ist auf Pause, die ist auf Pause, oder? Fahrzeug durch feindlichen Beschuss vernichtet. Könnte ich auch mal auf Pause schicken, dann kriege ich auch. So. Weg. Achtung, Produktionsstillstand. Was denn, was denn? So, ja, okay, dann mache ich hier Produktion. Die Produktion zum Stillstand. So. Das Schiff tuckert hier mir schon wieder hinterher, munter. Das U-Bötchen. So, jetzt darf ich aber mal hier bitten. Ich bräuchte hier mal Geld. Trinken hier noch Geld, wenn ich es abreiß. Bin jetzt hier kaputt. Ach so. Ja, komm weg. So. Fahrzeug durch feindlichen Beschuss vernichtet. Wo kommt das mit Schildtechnologie her? Ich werd nicht mehr. Alarm! Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. Das gibt's ja nicht. Wie kann der... Jetzt regt's mich schon langsam auf, aber jetzt habe ich's gleich soweit. Was denn hier los? Habe ich zu viele Öldinger weggemacht? So. So, aber jetzt hier. Oh, Menno. Derzeit ist Fave eine Bedrohung, keine Frage. Aber nur wegen diesem Computervirus. Seine vollständige Zerstörung wäre der schlimmste Rückschlag in der Geschichte von SAAT. Wenn es eine Chance gäbe, seine wichtigsten Systemkomponenten zu retten und ihn zu reaktivieren, ich würde es sofort tun. So, jetzt komm, ich brauche 10.000 hier. Die Dinger sind nicht billig. So, gleich haben wir's. Und zack. Alarm. Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. Wo? Ach so, das U-Boot schon wieder. Jetzt wird dann nur noch auf Rücksicht auf, ohne Rücksicht auf Verluste Fahrer zerstört. Aber wo kam das Flugzeug her? Das wundert mich. Würde ich gern wissen.
Wäre sehr interessant. So. Modulkonstruktion finalisiert. So, jetzt brauche ich hier noch ein bisschen Knete. So, 1000. So, eine große Flotte kann ich mir momentan nicht leisten. Zumindest was gegen Flugeinheiten wäre schon lustig. Und wenn es nur eins ist. Neue Technologie entwickelt. Oder probiere ich es so? Ich probiere es so. Komme, was wolle. Alarm! Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. So. Komm schon. So, da ist er ja. Dann übergeben wir ihm natürlich wieder die EMP. Nein! Ich dreh durch. Wart. Wieso? Hallo. Okay, dann nehmen wir halt die Schaluppe mit. Doof. Okay, die zwei Einheiten müssen nah dran stehen an ihm. Oh Mann. Wenn ich die EMP gezündet habe, muss ich weg mit dem Ding. So, jetzt haben wir alle hier bereit. So, hier einen neuen Punkt setzen. Und wieso setzt hier keine Musik ein? Alarm. Registriere Deaktivierung von Fathers Schutzschild. Ich wiederhole, Fathers Schutzschild ist deaktiviert.